Leute fragen, was ich mach. Jeden Tag eine neue Stadt, das ist mal doch nur ein Kaff. Aber wen interessiert's? Und die Türen gehen auf, gibt's ne Bühne, gehen wir rauf. Leute, spürt ihr das denn auch? Deshalb stehen wir doch hier. Andere schreiben einen Text und recorden ihre Tracks. Ja, sie posten was im Netz, aber wir spielen live. Und die Shows sind so ergreifend. Jeder, der uns zwei kennt, weiß, wir sind ne Liveband. Ihr wisst Bescheid. Unterwegs in Simons Rostlau, befragt mich, was ich noch brauche. Und ob ich zu oft saufe, wir sind auf Tour. Steh an der Bahn, es dreht sich, was aber gerade okay ist. Verdammt, ich schlafe zu wenig, aber das Leben ist kurz. Leute fragen überall, bist du dafür nicht zu alt? Und ich sag auf jeden Fall, ja, man stimmt, es ist wahr. Aber was soll ich denn tun? Bleibe wach mit meiner Crew. Nein, ich lass euch nicht in Ruhe. Simon Ingo am Start, yeah. Eine Gitarre und zwei Mikros, ohne Kitsch, ohne Verzierung. Nächstes Ziel der beiden, bundesweite Bauzaun-Plakatierung. Wenn du heute dabei bist, kannst du deinen Kindern mal erzählen. Die kann ich schon, da waren sie noch in kleinen Clubs zu sehen. Leute fragen, ey, wie geht es denn so? Gestern wieder zu spät im Bett, heute zu spät im Büro. Augenringe, raue Stimme, ich bin auch mal schlecht drauf. Doch das heißt nur, dass ich noch einen kurzen Powernap brauch. Und dann bin ich wieder fit, Digga, was geht ab? Bei jedem Auftritt fühle ich mich so wie auf Klassenfahrt. Also Prost, auf der Hinfahrt Paderborner von der Tanke. Gleich geht's los und im Kopf ist kein geordneter Gedanke. Jeder, der mal auf der Bühne stand, weiß, was es bedeutet. Egal ob 15 oder 50 oder 800 Leute, der Hut geht rum. Habt ihr Geld, dann tut es da schnell rein. Wollen wir mal wieder hoffen, dass es für das Fahrtgeld reicht. Wir geben Gas jeden Tag, Wille wirklich. Ich bin ungebrochen, hab kein Beef mit Rappern, sondern mit der 40-Stunden-Woche. Kommt zur Show, wir liefern ab, Deutsche Post. Und nix kann uns stoppen, außer Stau am Kreuz, Köln, Ost. Eine Gitarre und zwei Mikros, ohne Kitsch, ohne Verzierung. Nächstes Ziel der beiden, bundesweite Bauzaun-Plakatierung. Wenn du heute dabei bist, sagst du deinen Kindern nur so viel. Die kann ich schon, da haben sie noch die kleinen Shows gespielt. Zwei Mikros, ohne Kitsch, ohne Verzierung. Nächstes Ziel der beiden, bundesweite Bauzaun-Plakatierung. Wenn du heute dabei bist, werden deine Kinder dir mal sagen: Die Mucke ist okay, aber was für ein langweiliger Name.